Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Eine neue Bau- und Bastelrunde steht an. Schauen wir, was man da noch machen kann. Bevor wir uns aber an den Häusern so richtig austoben, ist mir da noch was aufgefallen? Mensch, wir verkaufen hier die ganzen schönen Waren, die benötigt werden. Das geht nicht. Das müssen wir sofort rausnehmen. Glaubt doch wohl nicht, dass ihr meine schönen Waren bekommt. Solange ihr eure Füße unter meinen Tisch stellt, wird nichts exportiert, ist das mal klar. Raus, 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 weg, brauchen wir nicht. Wird nicht verkauft, behalten wir selber. Geht wohl los. Ich glaube, es hackt. Ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Geht nicht, gibt's nicht, machen wir nicht. Oh, so viele schöne Sachen, die hier einfach rausgehen. Ich hoffe, wir haben alles erwischt. Sicherheitshalber nochmal alles schön durchgehen. Ich sehe nichts mehr. Gut. Besser. Für euch. Dann nehme ich mir einfach mal wieder das schöne Material, was hier so bereit liegt. Zumindest das, was wir wieder reinpacken können. Und vielleicht sollte man auch in Erwägung ziehen, da dann die Insel mit vielen Frachtern angesteuert wird, auch noch weitere Anlegestellen hinzubasteln. Und auf jeden Fall noch Depots. Ach, machen wir jetzt oder machen wir später? Wie sieht es denn hier an der Stelle aus, wo da die Fischerhütten schon so stehen? Kann man da noch was davor setzen? Aber natürlich. Also das Geschütz, das muss da mal weg. Ungünstige Position. Möchte ich mal stark behaupten. So, dann lassen wir das mal frei für eine Anlegestelle. Passt die da hin? Na, war ja wieder mal klar, dass es nicht geht. Dann kommt sie halt dahin. Stellen wir da noch ein Depot dazwischen. Mir doch egal. Ob nun da oder woanders. Da passt gerade mal eins rein, oder? Ach, ärgerlich das Ganze. Und wenn ich es noch ein bisschen verschiebe. So zum Beispiel. Naja, ein bisschen besser ist es schon. Kann man ja zur Not immer noch anpassen, das Ganze. Da wird schon mal nichts. Da lassen sie mich auch keins mehr reinbasteln. Und hier darf ich wieder nicht zumachen. Naja. Soll es das erstmal gewesen sein, an der Stelle machen wir später weiter. Jetzt erstmal zu unseren schönen Häusern. Da sehe ich doch schon was. Du kommst dahin, da gehören noch zwei Stück rein. Und da hier unten ein Lagerhaus steht, könnten wir das theoretisch eigentlich auch noch ein bisschen umsetzen, obwohl. Reicht das? Och, das reicht schon. So, hier. Da ist nicht mehr genug Platz. Schade drum. Aber was soll's. Nö. Wenn dann schon drei nebeneinander. Ja, was ist hier los? Mann, seid ihr fix unterwegs. Jagdwurst gegessen oder was? Okay, die Stelle haben wir soweit durch. Hier oben musste doch auch noch was angepasst werden. Genau. Das kleine Stück hier. Da komme ich wieder nicht vorbei. Na prima, müssen wir die Schienen auch noch umlegen. Was heißt umlegen? Einfach mal ein Stück hier rausnehmen.
reicht ja schon, dass ich da mit der Straße um den Bohrturm drumherum komme. Genau. Hier soll dann Platz sein für die Häuser. Und das Konstrukt müssen wir jetzt auch mal wegnehmen. Ein Feld weiter nach links bitte noch. Dann passt das hier auch wieder mit der Straße. Gehe ich doch mal von aus. Jawohl. 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 Dann müssen wir noch. Dann machen wir noch. Ach, wer das hier nur geplant hat. Ah, passt ja doch nicht mehr. Ja, gut, dann müsst ihr halt auch noch ein bisschen weiter verschoben werden. Das machen wir schon. Einmal mit dir da unten hin. So, die Straße. Hier. Brauchen wir dich an dieser Stelle? Du bist doch komplett überflüssig. Weg. Und was bist du? Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Nähmaschinenfabrik? Was machst denn du hier noch auf dieser Insel und vor allem da drüben? Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand... Du gehörst doch da ganz rechts hin. Halt! Das Bauernhaus wollte ich nicht. Ich wollte die Fabrik. Und die stellen wir jetzt mal schön mit da hin. Ich habe doch auch noch ein paar Hochöfen gesehen und Stahlberge. Kommt erstmal kurz mit hier rüber. Ich finde gleich noch ein schöneres Plätzchen für euch. Dahin. Dahin. Oh ja, oh ja. Die Feuerwehr am besten mal mitnehmen. Hier steht schon eine dazwischen. Gut. Und die passt doch perfekt da unten mit rein. Da können wir das Ganze so gleich weiterführen hier. Ein Feld noch nach links. Vielen Dank. Gefällt mir besser. Ja, Momente, hab ich dich vergessen? Wollte ich doch nicht. Tja, und ihr? Einmal so. Geht auch nicht. Miese Geschichte. So auch nicht. Jetzt habt euch mal nicht so. Geh mal kurz beiseite. Ich muss da was probieren. Ja, dann machen wir das so. Oder? Hier noch eine Straße dran. Und die dann einfach so mit dahin geklatscht. Besser wird's jetzt erstmal nicht. Du könntest dann auch noch mit rüber gesetzt werden. Ach, so viele Lagerhäuser hier. Du wirst doch auch nicht benötigt. Können wir dafür die anderen aufrüsten. Oh, die Bruchbuden hier. Alles nicht aufgerüstet. Traurig aber wahr. Aber da geht uns auch schon langsam wieder das Material aus. Zumindest die Ziegelsteine. Frachtschiff steht bereit. Nichts geladen, meine Gute. Ja, wo hol ich's mir denn dann ab? Wieder ein Heuerswerter. Oh, Moment. Da stehen ja schon zwei Kollegen bereit. Oh, genau. Zum Horizont. Wir hatten doch hier eine kleine Insel, auf der das produziert wird. Warum nicht von dort holen? Ziegelsteine für dich. Ei, ei. Und die Nussschale hier darf sich auch vollladen. Flotte unterwegs. Was gibt's hier noch? Das bekommen wir jetzt aber leer. Und das auch. Halt.
könnt ihr doch schon mal wieder zurück nach Quarnforts. Was haltet ihr denn davon? Müsst ich auch gleich mal hinschauen? Mal in die Weltausstellung reinschnuppern, mal beim Forschungsinstitut vorbeischauen, wie weit es denn schon wieder ist. Und... genau, die Dampfmaschinen wollte ich doch auch hochbringen für weitere Frachter. Neue Befehle? Ach, sind schon da. Ja, wunderbar. Dann raus, nehmen wir hier gleich mal noch ein paar Fenster und ein bisschen Stahlträger mit. Und liefern das auch nach Euching rüber. So, wir haben wieder Dampfmaschinen. Wir können wieder 1, 2, 3, 4, 5 viele Frachter reinsetzen. Denn schon bald müssen weitere Routen angelegt werden. Achso, Moment. Weltausstellung wollte ich ja nochmal schauen. Wir befinden uns in einer ziemlich guten Lage. Denn das würde bei einer Auktion... Bist du mal ruhig jetzt, denn Sekt, Zigarren und Co., die werden noch nicht nach euch hingebracht. Hast du wieder was Schönes für mich? Oder was heißt wieder? Hast du mal was Schönes für mich? Naja. Wir sollten umgehend investieren. War mir jetzt nicht unbekannt. Einige vielversprechende... Da dauert's noch ordentlich. Palastflügel könnten wir auch noch errichten. Schön machen wollte ich's auch. Zum wievielten Mal spreche ich das jetzt an? Naja. Dann ist es soweit. Kann ich die Sau rauslassen? Nein, kann ich noch nicht, weil wir hier oben noch ein schönes Kraftwerk mit unterbringen müssten. Ach ja. Wie das jetzt nun wieder? Das passt ja nicht noch irgendwie dazwischen, ne? War ja klar. Oder Moment. Ist da etwa die Schiene im Weg? Ach, er geht hier im Doppelpack. Gehe ich mal so entlang. So. Und hier wieder dran. Und da kann das raus. Da passt das doch bestimmt jetzt da noch mit rein. Na aber, wer sagt's denn? Sogar noch Platz für ein bisschen Straße drumherum. Und sogar noch Platz für ein Häuschen. Ja, man glaubt's ja gar nicht. Okay. Nee. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Nö. Komme ich da jetzt mit der Schiene noch durch? Ich brauche doch noch mindestens einen Platz. Na, war ja klar. Hab ich's wieder zugebaut. Und versaut. Jetzt? Nö, das wäre ja blöd, wenn ich das auch noch... Hier, ne? Wisst schon, wie ich's mein. Da gehe ich mal schön hier entlang. Und jetzt ist die Frage... Ne, Moment. Das war schon die richtige Straße. Die andere hätte weggemusst. Ja, das muss raus. Sieht nicht schön aus. Ach, und den ganzen Mist auch erstmal hier. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Naja. Wie hast du mal noch was übrig anderes? Von der Speiserolle. Hab ich irgendwo eine Spendenbüchse aufgestellt oder was ist hier los? Sehe ich bedürftig aus? Moment. So. Die ganze Anpasserei hier raubt ein die Nerven. Da passt aber auch noch was, wenn ich das hier so mal entfernen würde. Da theoretisch auch noch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und wenn wir das jetzt irgendwie noch ein bisschen umfriemeln... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Pack ich mal dahin. Lagerhaus muss noch mit dazwischen.
So passt aber wieder nicht, wenn ich da noch ein bisschen Platz lasse. Naja, kommt's halt dahin. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Warum? Womit habe ich das verdient? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, fackelt mir ruhig alles ab hier. Ich hab's ja nur aus Spaß aufgestellt. Wie? Moment. Das geht aber auch nicht. Och, Engels! Da war ja mal gar keine Planung drin vorher. Da dachte ich, ich ziehe hier einfach mal kurz ein paar Straßen und kann dann loslegen und die Bauernhäuser setzen. Freischnauze, wie ich lustig bin. Aber nö. Das bleibt jetzt aber der Rest. Puh, gut, dann muss ich hier wieder rüber. Da ist kein Platz mehr, kann also auch Straße hin. Und hier würde das Ganze weitergehen. Zack, zack. Kommt raus. Kommt weg. Ersetzen wir. Ja, jetzt aber. Schiene hochgelegt, Kraftwerk hingesetzt. Und dann kann das Ganze weitergehen, wenn ich... Ja gut. Muss ich jetzt überprüfen? Reicht das, wenn ich das hier hinsetzen würde? Nee. Da haben wir aber rechts noch eine Menge Platz. Der da nicht erreicht wird. Das andere hatte ja alles abgedeckt. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, das an die gleiche Stelle zu setzen. Ja, jetzt bin ich am Grübeln. Ach, die grauen Zellen arbeiten. Ich weiß nicht. Wenn ich so bauen würde, wäre da auf der linken Seite nicht alles abgedeckt. Nicht mal hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja. Dann sieht es wohl so aus, als müsste ich das hier hinsetzen. Doch, sollte dann alles sich mit im Bereich befinden. Dann müsst ihr mal hier raus. Wir müssen Platz schaffen. Irgendwie muss ich da die Schiene jetzt noch reinbekommen. Von oben rein. Oder von links. Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. Ich glaube, von oben her wäre günstiger. Ja, na dann, kommen doch mal alle weg. Wir gehen hier oben schön entlang. Euch zwei Hübschen nehmen wir raus. Und fügen das Ganze hier unten dann zusammen. Ja, lass ich mich mal überraschen. So, zwei Stück passen da nicht rein, also nur eins. Und den Rest hier, ach, hätte ich gar nicht alles abreißen müssen. Naja. In Ordnung. Dann zu euch hier drüben. Wie sieht's aus mit den öffentlichen Gebäuden? Muss da auch wieder was gesetzt werden? Oh ja. Auf jeden Fall. Schiff vom Stapel gelaufen. Hat so alles reingepasst? Gut, dann ziehe ich das mal so hoch hier. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Und gehe alles mal wieder schön fein säuberlich durch. Feuerwache, Wirtshaus. Oh, Moment.
Vielleicht ein bisschen weiter unten das Wirtshaus und dafür die Feuerwache etwas weiter hoch. Ein Weg dazwischen wäre auch nicht verkehrt. Und dann muss ich dringend die Ruinen mal anschauen und beseitigen. Schule? Puh, passt die da oben noch mit rein? Natürlich nicht. Kommt sie halt mit dahin. Polizeiwache? Na, wenigstens das passt. Haben wir doch alles jetzt stehen, wollte ich schon fast sagen. Och! Na, aber da weiß ich, wo die hinkommt. Genau an dieser Stelle. So, Hospital noch? Nee, nicht Universität. Da. Kommt's mit dahin. Das noch kurz beseitigen und dann reißt mir wieder die Schiene durch. Jetzt, wo, wer, wann, vor allen Dingen warum? Mine kaputt, Filzfabrik in Brand gesteckt. Sicherheit am Arbeitsplatz sieht anders aus. Meine guten Jungs und Mädels hier auf Café Spring. Was ist denn hier schon wieder los? Willi und Anna weg. Anna und Willi weg. Bau eines Schiffes beendet? Ja, das möchte ich mir dann doch nochmal etwas genauer anschauen. Die gute Axum muss wieder beladen werden. Items rein. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Propeller. Nee, Moment, Schiffe. Oh, 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 das ist der Letzte. Der Letzte seiner Art. Bald reden. Schlecht. Da muss ich wieder ran, unbedingt. Die stelle ich jetzt aber erstmal da unten ab. Schiff steht bereit. So, ihr seid ja auch schon wieder eingetroffen. Ach, geht mir alles viel zu schnell hier gerade. Seegurke, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Deck. Können wir aber von mir aus auch leer machen. Und dich gleich wieder auf den Heimweg schicken. Seegurke war das, also kann das weg. Orpheus. Ah ja, hat sich erledigt. Alf. Und das kann auch weg. Dann bringst du nochmal, pass auf, ein paar Fenster. Und du noch ein bisschen... Ne, Moment. Stahlträger vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Flotte erwartet Befehle. Mit auf die Reise zu nehmen. Und hier, naja, wäre egal gewesen. Schicken wir dich auch noch hinterher. Da seid ihr alle auf dem Weg. Puh, gut, 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 gut. Darf ich jetzt? Kann ich? Sieht so aus. Dann hätte ich gern, wenn es keine Umstände macht, da noch ein paar Häuser. Hier noch. Und ist aber auch blöd. Naja, gut. Machen wir das hier oben noch schön dicht. Schiene steht. Öl wird geliefert. Kraftwerk nimmt gleich den Dienst auf. Brauchen wir zwar an der Stelle noch nicht. Aber was man hat, hat man. Wisst ihr ja. Jetzt müsste ich... Ja, wer macht denn sowas hier? Ah, der Baumeister wieder nicht aufgepasst. Genau so möchte ich das. Und nicht anders. Ach so, Kühlereien im Weg. Hm, na prima. Machen wir mit euch jetzt? Ja, erstmal kurz verschieben auf die Seite hier. Da seid ihr mir mal gerade nicht im Weg. Später werdet ihr komplett abgerissen und von anderswo hergebracht, angeliefert. Aber jetzt muss es so erstmal laufen.
Ja, Grünzeug raus hier. Braucht niemand mehr. Dann geht der ganze Spaß auch schon weiter. Bin ich richtig hier? Ja. So noch und so noch. Hier oben sollte der Einflussbereich noch ausreichen der öffentlichen Gebäude. Dann gibt's jetzt schöne neue Bauern für euch. Och, na aber. Hier könnten wir das doch aber noch ein bisschen verbreitern, könnten wir das doch. Das sieht mir sonst so blöd aus. Na, zumindest bis dahin. Nö, Moment. Das kann ja auch noch weg. Ihr habt ein Lagerhaus, jawohl. Och, na, wie es passt. Hallo. Ein bisschen weiter noch nach rechts. Jawohl. Ups. Brille wieder nicht auf. Waren ja zwei Felder, nicht eins. Fehler meinerseits. Gut, dann musst du halt doch nochmal ein Stück beiseite geräumt werden. Dann passt's doch Ihr nicht Schiff mehr. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ganz so optimal. Naja. Aber nun. Nö, das sah auch. Nee, Moment. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach, fang ich halt von oben an. Nein, lass mich nicht im Stich. Oh. So? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, was passt denn jetzt hier noch dazwischen? Oh, hatten wir die Rathäuser alle untergebracht? Nein, wäre auch wieder... Oder noch was möglich. Ich verstehe. Dann... Ja, nehmen wir die vier hier nochmal raus. Halt, das ging aber noch ein Stück weiter nach oben. Genau. Damit wir das auch gleich geklärt haben hier. Und das... Ja... Könnte man auch noch hier oben mit dran setzen. Machen wir auch, weil die Köhlereien kommen ja dann später sowieso weg. Der Vorhang ist gefallen. Mal sehen, ob wir profitabel waren. Geduld, mein Junge, Geduld. Och, Ziegelsteine alle. Nee. Solltest du dich doch drum kümmern. Schiff vom Stapel gelaufen. Warum hast du es noch nicht gemacht? Sind unterwegs. Aber ihr habt ein paar an Bord. Das erfreut mich doch. Das machen wir nochmal. Der Admiral. Diesmal aber wieder aus Hoyerswerda. Ach, Axum. Was bringst du denn da noch Schönes? Okay. Darf ich noch die letzten Häuser hier bitte an der Stelle setzen? Ja. Da könnten wir... Ja. Eigentlich... Ich guck noch mal kurz. Wie sieht's denn aus? Verbrauch, Bedarf von Kohle. Aha. Dann kann ich euch doch eigentlich ja auch rausnehmen.
wenn da gar nicht so viel benötigt wird. Hm? Da geht immer noch was weg. Aber das kann jetzt erstmal so bleiben. Da haben wir hier noch ein bisschen schönen Platz für die nächste Folge, den wir mal dabei basteln können. Aber jetzt schaue ich erstmal, was überhaupt noch aufgerüstet werden darf. Da stehen noch ein paar Arbeiterhütten dazwischen. Möchte ich nicht. Hier unten war alles gleichmäßig aufgerüstet worden. Ja, gut. Dann geht's hier unten bei euch weiter. Da ist noch ein Bauernhaus und da ist noch ein Bauernhaus. Ihr müsst jetzt alle warten. Ja. Dann nehmen wir hier die Reihe gleich auch noch. Wie sieht's aus mit dem Holz? Da geht noch. Oh, komm hier einmal komplett drüber. Über die Massen. So nochmal. Und so nochmal. Oh ja, es wird. Kran anhalten! Ihr ladet mal aus, gebt mal rüber. Und wieso stehst du da so doof rum? Wieso habe ich dich noch nicht nach Quanforts geschickt? Mehr Druck im Kessel. Fragen über Fragen wieder. Welche Insel war das denn jetzt? Die kleine hier? Lone Moon. Genau. Steuern wir nochmal an. Besetzt die Station. Ah, für dich wollte ich auch noch einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ich erinnere mich. Ganz dunkel. Kran anhalten! Zurück mit euch. Neues Schiff fertiggestellt. Flotte Region erreicht. Das wart ihr zwei. Das war die Axum. Und wo ist die Seegurke? Ach so. Die steht schon im Heimathafen bereit. Und ich glaube, wir brauchen immer noch weiteres Material. Das wird nicht ausreichen dort. Also das ganze Spiel wiederholen und wiederholen und wiederholen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Nächste Folge dann ordentlich aufrüsten, den Platz hier noch ausfüllen und mal schauen, hier unten vielleicht noch ein bisschen die Lücken schließen. Werden wir ja sehen, was uns dann noch möglich ist. Wir springen aber nun wieder zur Expedition und beenden damit die Folge wieder an dieser Stelle. Wem die Stunde schlägt. Ihr Schiff liegt auf messerscharfen Korallen, die einen Unterwasservulkan säumen. Da das Schiff in Schräglage geraten ist, braucht es chirurgische Präzision, um zu verhindern, dass Galonen von Wasser eindringen. Wenn Sie keinen Tauchtrupp aussenden möchten, um das Schiff zu befreien, können Sie stattdessen vielleicht etwas Schlaues anstellen, um sich zu befreien. Schlaues anstellen? Ja, du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst. Freitaucher herunterschicken, um die Korallen zu entfernen. Wir kämpfen, falls nötig. Belohnung entdeckt. Ihre Taucher gleiten wie Fische ins Wasser, da sie ihr Training in der Marine absolviert haben. Dennoch machen sich die anderen Sorgen, als sie nach 5 oder 6 Minuten immer noch nicht wieder auftauchen. Plötzlich beginnt das Schiff zu wackeln. Sie haben es befreit. Kurz darauf erscheinen die Helden wieder an der Wasseroberfläche und präsentieren eine wunderschöne Koralle. Naja. Schön. Ansichtssache. Kann man es gebrauchen? Nicht wirklich. Lassen wir es da? Ja, werden wir tun. Weiter auf eurer Reise und wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.